So tanken Sie neue Energien in Ihrer Mittagspause. Hallo, ich bin Michael Friedrich, Ihr Experte für Kommunikation in Management und Vertrieb. Viele Menschen spüren eine steigende Aufgabenverdichtung in ihrem Job und daraus resultierenden Stressgefühlen am Arbeitsplatz. Umso wichtiger ist es dann, regelmäßige Pausen einzulegen. Die durchschnittliche Mittagspause dauert in Deutschland 35 Minuten. Sie ist hilfreich und gleichzeitig sinnvoll, damit Sie neue Energien für die zweite Hälfte des Arbeitstages schöpfen. Auch kürzere Pausen am Vor- bzw. Nachmittag unterstützen die volle Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Wenn Sie die Mittagspause optimal nutzen und die Belastungen durch den Job unterbrechen wollen, verlassen Sie am besten Ihren Arbeitsplatz für diese Zeit. Suchen Sie einen ruhigen Ort, der Distanz schafft. So können Sie wirksam abschalten und entspannt an Ihre Arbeitsstelle zurückkehren. Wichtig dabei ist die Aufnahme nährstoffreicher Getränke wie Wasser, Tee oder Säfte. Wenn Sie ausreichend trinken, ca. 2-3 Liter, konzentrieren Sie sich automatisch leichter, besser und gleichen den entsprechenden Flüssigkeitsverlust Ihres Körpers aus. Wer zu wenig trinkt, läuft Gefahr, dass sich die Leistungsfähigkeit des Gehirns um bis zu 10% reduziert und darüber hinaus Kopfschmerzen auftreten. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit spielt eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das ideale Mittagessen ist leicht und enthält viele Vitamine und Mineralstoffe, beispielsweise in Obst, Gemüse oder Salat. Die nötige Energie liefern Kohlenhydrate wie Nudeln, Kartoffeln oder auch Reis. Vermeiden Sie bitte schlechte Energielieferanten wie Weißmehl, Zucker und zu viele tierische Fette. Sie verstärken nach kurzer Zeit das Hungergefühl und lassen uns schneller schlapp fühlen. Empfehlenswert sind stattdessen Vollkornprodukte. Vermeiden Sie ebenfalls auch tierische Fette. Pflanzliche Fette, wie in der typischen mediterranen Kost enthalten, eignen sich viel besser für Ihren Körper. Wenn Sie dann noch die Mittagspause für ein bisschen Aktivität nutzen, starten Sie erholt und leistungsfähig in die zweite Tageshälfte. Hier ein paar Ideen für Ihre aktive Pausengestaltung. Ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft wirkt sehr belebend. Oftmals gibt es in der Nähe eine Grünfläche, einen kleinen Park oder einen Flusslauf. Genießen Sie Ihren Spaziergang und schalten Sie einfach ab. Arbeiten Sie in der Stadt, schlendern Sie beispielsweise in ein Café um die Ecke, in eine Galerie oder in eine kleine Ausstellung. Denn das bringt Sie auf andere Gedanken. Wenn Sie zum Beispiel lieber lesen, nehmen Sie sich ein gutes Buch zur Arbeit und lassen Sie Ihre Seele auf einer ruhigen Parkbank einfach baumeln. Wenn die Bedingungen am Arbeitsplatz vorhanden sind, wirkt auch ein kurzer Mittagsschlaf von 20-30 Minuten wahre Wunder. Er entspannt Ihren Körper und erfrischt gleichzeitig Ihren Geist. Und wenn Sie sich lieber bewegen, machen Sie ein paar Touren und Gymnastikübungen. Tipps dazu finden Sie zum Beispiel im eigenen Fitnessstudio, auf Webseiten von Krankenkassen oder in den zahlreichen Fitness-Apps für Smartphones. Im Übrigen bieten mittlerweile auch viele Fitnessstudios die Möglichkeit zu Kurzbesuchen in der Mittagszeit mit speziellen Angeboten, zum Teil kombiniert mit gesunden Mittagssnacks. Ihnen eine gute Erholung in Ihren künftigen Mittagspausen. Weitere Business-Tipps, gedruckt, vertont oder verfilmt, finden Sie auf meiner Website www.einfach-klartext.de. Schauen Sie doch einmal rein. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Herzliche Grüße aus Aachen, Ihr Michael Friedrich.